Was geht ab, Leute? Wir sind in Nürnberg. Nürnberg, jawohl. Am Start sind die liebe Lena, die Caro und Papa Dominik. Wir sind alles Coaches von CrossFit Bulls & Bears, wie ihr vielleicht schon wisst. Und wir haben heute einmal ein Gymnastik-Seminar auf dem Programm. Genau, also weiterbilden, ganz, ganz wichtig, damit unsere Coaching-Skills im Turnen, im Gymnastics-Part besser werden, wir als Athleten vielleicht auch was mitnehmen können. Wir nehmen euch mit, hoffen, dass wir irgendwie einen vom Seminar-Staff vielleicht interviewen können und wir werden davon berichten, wie es war und ansonsten bleibt dran, bis gleich. Jawohl, Domi, der darf fahren. Die wichtigsten Menschen sitzen hinten, ne? Tatsache. Wahrscheinlich sind wir schon ein bisschen zu spät, tut mir leid. Melden wir uns mal an. Wir hatten erstmal einen kurzen Einblick darüber, wie das olympische Turnen ist und ansonsten, was uns sonst dieses Wochenende erwarten wird. So, Domi, was haben wir jetzt gerade gemacht? Die erste Stunde? Geschlafen. Viele Denkanstöße auf jeden Fall. Ja. Was ich jetzt am interessantesten fand, war auf jeden Fall, kannst du einen Pull-Up, ja, gerade nach oben gehen, aber sieht ja auf dem Weg nach unten immer noch gleich aus. Ne? Also gerade konzentrik, exzentrik, ob das immer noch gleich aussieht. Coach Birdie bis jetzt top, ne? Top. Hoffentlich kriegen wir ihn später nochmal vor die Kamera. Das ist ganz schön schwer, ne? Jawohl, also wir haben gerade Zeit bekommen. Verletzung rechts, gleich Heite Hüfte links sozusagen. Wie die ganze Kette eigentlich hier zusammenarbeitet. Ziemlich interessant. Bis jetzt schon viele Knowledge-Bombs. Nee, wir haben nur gelernt, dass Dominik ein Schulterkribbel ist. Dominik, wenn er seine Arme ausstreckt nach oben, dann winkelt er automatisch seinen einen Arm ein bisschen mehr an. Wir üben Hollow-Position an der Bar. Jawohl, Hüfte nach vorne. Sehr schön. Die Mädels gehen auf Kaffeesuche. Wir haben Mittagspause. Ich hab gut gegessen. Ready für ein paar Kipping Swings. Ich weiß gar nicht, werden wir heute noch Kipping Swings machen? Was wir gelernt haben, sollen wir nicht kippen. Strict, ne? Ist alles strict. Strict und Perfektion auf jeden Fall. Yay, Kaffee! Danke. Stärkung der Pronation und Supination im Unterarm. Das geht nicht viel. Und jetzt nach ganz außen. Es geht weiter außen, aber es wäre kein Training mehr. Okay. One Rep Max. Für eine Maschine. Then tells the athlete you've got to pull in when they're pulling through the bar. So then they start to come down through the pillar, they've got to find a way to get back into a shape. So they just snap their way back into hollow again. Hollowish. Does this make sense, guys? So the butterfly pull-up accidentally occurred at your pull-ups. What we should see, snap of the abs, compared to there's the hollow and arc. There's the bend of the leg. The dropout. Can you see the difference? The dropout compared to the. It's beautiful. The smoothness we can create with the hollow and arc. First of all, thank you for the great day, for the great coaching. How long are you already teaching this course now? Myself? Yeah. For this course, over 6 years now. Yeah, so when I originally first did the course, I came in as a participant in 2014. The course has evolved from then in terms of the information that we put into the course. 2018, there was a course change of material. We used to do front levers, back levers on day one of the course. So where we did bar muscles, butterfly pull-ups now, that used to be front levers, back levers. Put that into the advanced course. So there's been material change around that. But also with the academic information that we bring in regarding isometric, eccentric, and concentric contractions,
the philosophy, development of movement pattern, all these things that's been added in as additional content. Course is different from 2018 to now. Yeah. Even there's been an evolution of information from 2019 to now. If you've done the course within the last 14 to 18 months, it's similar. But anything previous, you are doing a different course. Okay, nice. So it's still improving, still getting better, I guess. Yeah, absolutely. Yeah. What is like the main thing you would want to give like the participants here, like for, let's say, for coaches and for athletes, like if there's a different approach? Yeah, so with the athlete, I want them to understand the mastery of movement, the virtuosity of movement, that ideally all movements of eccentric and concentric must look exactly the same. We're always striving for RX, but we don't prevent injuries, we don't work for position and perfection, and we really need to make sure we're working towards that. So it's giving them the tools to make sure they have a standard, elevate their standard of positions. So if at the moment they think getting the chin above the bar is what we need to do and that's achieving RX, well actually the standard should be we should be getting above the bar in the same shape as what we do coming back down in a good position. So these are the standard for the athletes. In regards to the coaching, we're looking at the additional coaching development. I want people to go back to what CrossFit really is. It's the original one CrossFit workout a day and coaching, because that's coaching and that's training. Now, if they're doing part A, B, A, B, C, they're no longer doing CrossFit in regards to a training program, but they're also not coaching. They're being exercise instructors reading off a board. Mm-hmm. So therefore, the idea is to increase the coach's eye, increase the ability to intervene and develop people to become better and to run an effective session with one workout a day in it. Yeah. And that's the key focus around the coaches. Yeah. So Laura Horvath is one of my athletes, Nico Bidadel, Sunil Kostra, they're games athletes. I've got a new guy taken on recently. He was the fittest in Algeria. And I've got other people as well who potentially had a lady who couldn't do an air squat. The reason why she couldn't do an air squat, she has no range of motion at the ankle, but she has good passive range of motion, no active range of motion. So it's developing the strength in her positions to allow her to do an air squat. So a variance of different people that hold my interest as a coach. Thank you very much. Yeah, we meet tomorrow, yeah. Cool. Okay, bye. Thanks. Der Sonne, guck mal hier, nice. Erster Tag beendet. Das war jetzt das Beispiel. Wenn der eine Athlet 9 Handstand-Push-Ups macht, 9 Stück der Handstand-Push-Ups, was ja super schwer ist, macht der andere in der Zeit, sagen wir mal, kann sich schon einmal hochkicken, dann bleibt er 3 Sekunden in der Isometrik, dann hat er 3 Sekunden Exzentrik, also geht 3 Sekunden lang runter, langsam, und danach macht er schnelle 5 normale Push-Ups, Liegestütz. Um die Intensität wieder reinzubekommen vom Workout. Als Beispiel war jetzt der Jan, 21:15:09, soll ja ein schnelles Workout sein, und wenn ich quasi nur Exzentrik hätte, hätte ich ja keine Intensität mehr. Das heißt, ich nehme den Körper die ganze Belastung raus. Ja, also wenn man nur jetzt 9 Eccentric Handstand Push-Ups machen würde, wäre es erstens mal viel Volumen in der Eccentric und würde es nicht mehr diese Intensität, dieses Atmen haben. Ne? Schauen wir mal, was morgen so kommt. Regenbogen! Bei der Nico, der hat seine Zahnbürste vergessen. Jetzt sind wir hier bei der Tankstelle und müssen eine neue Zahnbürste kaufen. Ich bin wieder im Hotel, jetzt wird geschlafen. Schauen wir mal, was Tag 2 so bringt. Bis gleich. Also, Tag 2. Muskelkater im Trizeps ist da auf jeden Fall. Oh, ich muss mich anschnallen. Zack. Also, was steht heute auf dem Programm? Dip, Pistol, Handstand Pusher, Kopfstand, Handstand Walk, Ring Muscle Ups. Soll noch mehr Trizeps drücken. Ja, kein Wunder, dass Turner immer so dicke Oberarme haben. Wir nehmen uns mit. Bis denn. Wir sind jetzt durch mit dem Pistol. Ja, in erster Linie hat der Pistol den Gedanken, eigentlich ein Single-Leg-Movement zu sein, also einbeinig deine Beine zu stärken. Ist es nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, ein Pistol zu machen, wenn da irgendwie ein Fehlerbild stattfindet. Man kann einfach das Gleiche erreichen, wenn man dann Gymnastics-Squats macht oder gerne Split-Squats, einbeiniges Krafttraining. Jetzt kommen Push-Ups. Der ist schnell, der Birdie, ne? Der ist schnell. Springt von einem zum nächsten Ding, das kann man nicht alles hinschicken. Krasse Dance-Buff am Start. Tommy, bist du mehr so der autoritäre Coaching-Stil oder demokratische Coaching-Stil? Kombination. Ja? Ich hab viele zu spät kommen, da muss man mal. Muss man mal die Peitsche zeigen, ja? Nee, bei mir könnt ihr euch alle ruhig Kaffee trinken, alles gut. Aber nur wenn ihr einen mitbringt. Aber nur wenn ihr einen mitbringt. Flo, hat das gut gemacht? Super. Richtig super. Pause hold. Now put some elbows together. Pause hold. Hold it. Derp. Derp, 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 derp. Derp, 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 derp,
Position versteht man am besten, wenn man sie hält, ne? Muscle-up, Exzentrik. Step by step, ist nicht bei Step 4 oder 5. Aber es ist nicht kompliziert. Wir haben gerade einen Muscle-Up-Drills gelernt. Und im Endeffekt habe ich von, ich zeige euch mal einen schlechten Muscle-Up zu meinem guten Muscle-Up. Oder vielleicht mache ich zuerst den guten und dann den schlechten. Ja, es war extra. Also der erste war mit Hollow und arg verinnerlicht die Position. Der zweite war eingebrochen, Beine angewinkelt, schnell durchgeschlagen. Ein bisschen und bevor wir auf den Händen laufen, sollten wir erstmal auf dem Kopf stehen können. Es geht darum, nicht gerade im Kopfstand zu sein, sondern dass die Füße hinter den Händen sind. Zack. Also der Domi hat jetzt sehr, sehr, sehr viel Belastung auf den Händen, kaum auf dem Kopf. Und wenn es zittert, ist gut. Grüß dich, wir haben uns hier kennengelernt. Flo Schneider von der Box Maschinenraum CrossFit, also meine eigene Box. Okay, was ist so das Hauptding, was du auf jeden Fall von diesen zwei Tagen, von dem Wochenende mitnimmst? Die Haltung, wie man beim Pull-Up, Push-Up, bei den Basics halt sich verhält oder wie man steht, ohne sich großartig oder überhaupt nicht zu verletzen. Was war so dein, ich sag mal, krassester Aha-Moment in diesem Wochenende? Die Hollow- und Arc-Position, wirklich. Also ganz klar Basics, ganz simple Basics. Definitiv ja. Basics. Never skip the basic, ja. Sage ich immer zu meinen Members. Und das habe ich jetzt hier auch wieder mitbekommen, auch als Coach natürlich. Never skip the basics. Ja. Okay, cool. Vielen Dank. Gern. Oh, Seminar vorbei. Domi hat gerade geduscht. Bisschen Deo, ganz wichtig. Ganz wichtig. Jetzt belohnen wir uns mit... Ein McFlurry. Yeah. Alle am McFlurry snacken hier. Ich nicht. Du musst auch fahren, du musst nüchtern bleiben. So, wir sind wieder zurück in Frankfurt bei CrossFit Bulls & Bears. Es ist schon ein wenig Zeit vergangen. Am letzten Seminartag ging es noch ein wenig darum, wie man im Endeffekt ein Programming, das gymnastiklastig ist, erstellt, wie man im Endeffekt jemanden zu seinem ersten Pull-Up theoretisch führen kann oder auch wie man mit Prozentangaben von den Gymnastic Movements eigentlich arbeiten kann. Also haben wir mal ein bisschen Knowledge Bombs hierbei. Und ansonsten, was ich jetzt in der letzten Zeit eigentlich mitnehmen konnte, war ganz klar sowas wie zum Beispiel jetzt beim Toast-to-Bar, dass ich da mehr oder weniger einmal, ich sag mal, den schönen, perfekten Toast-to-Bar habe mit den mehr oder weniger gestreckten Beinen, aber dafür mit sehr viel Bauchspannung und auch eine sehr schnelle Bewegungsausführung. Und dass ich dann trotz allem noch irgendwie umswitchen kann auf den, ich sag mal, mehr oberkörperlastigeren Toast-to-Bar. Seht ihr jetzt hierbei ganz schön, wo ich ein bisschen mehr mich nach hinten lehne, meine Brustmuskeln, meine Rückenmuskeln ein bisschen mehr nutze und im Endeffekt einfach zwei verschiedene Ausführungen für ein und dasselbe Movement habe und das eigentlich auch im Workout dann anwenden kann. Es ist eher so eine Sache, wo ich sagen kann, okay, wenn ich müde bin, kann ich auf das andere Movement eigentlich zurückgreifen und dann immer noch ein paar Wiederholungen mehr machen. Generell ist es auf jeden Fall, was hängen geblieben ist, nicht irgendwie das Ziel bei einem Toast-to-Bar mit den Füßen die Bar zu berühren, sondern eher eigentlich diese Hollow-Position zu halten, um einfach langfristig da auch besser zu werden. Genau, also das hat auf jeden Fall schon mal jetzt hier in den letzten Wochen in meinem eigenen Training sich verändert und auf jeden Fall habe ich das auch versucht, in den Klassen eigentlich besser mehr mitzuteilen und ich denke, es wird auch gut angenommen bis jetzt. Ansonsten kann ich dieses CrossFit Gymnastics Seminar nur wirklich jedem eigentlich ans Herz legen. Jeder, der irgendwie selbst seine Gymnastic Movements verbessern möchte, wird auf jeden Fall einen Mehrwert mitnehmen. Und jede Box, die sein Programming nochmal ein bisschen überdenken möchte, hat auch auf jeden Fall einen Mehrwert. Also ganz klar, um auch irgendwie Fehler in Bewegungsausführung zu finden, hilft dieses Seminar ungemein, um dieses Coaches Eye, um diesen Blick für Bewegungen zu verbessern und zu schulen, ist dieses Seminar perfekt. Ansonsten hoffe ich, das Video war ein wenig unterhaltsam. Ihr konntet was mitnehmen. Falls ihr Fragen habt zur Bewegungsausführung oder falls ihr noch mehr von solcher Art von Vlogs sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wir wollen natürlich gerne, dass hier noch ein bisschen ein reger Austausch stattfindet. Wenn ihr offene Hände habt, dann schaut euch einfach mal das Video von dem Grip Review an. Wir haben da auf jeden Fall ein ausführliches Review gemacht. Okay, ansonsten, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet gut was mitnehmen. Klickt auf Gefällt mir, klickt auf Abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.